Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Je mehr wir in der Freiheit gehen, werden wir Freiheit empfangen, werden wir Freiheit erleben. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, ja, wenn es so ist und nicht schlimmer wird, kann ich es noch ertragen. Das ist keine Freiheit. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wer möchte so durchs Leben laufen? Ich glaube, man kommt auch nicht weit, wenn man so durchs Leben läuft. Aber so viele Menschen sind so unterwegs und laufen so durchs Leben. Und das Einzige oder das Wichtigste, was Jesus für uns getan hat, er hat uns befreit von diesen Ketten. Ich möchte aus 2. Mose 6, Vers 7 lesen. Da heißt es, ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Wir sehen hier das Alte Testament. Die meisten von uns kennen dieses Wort. Aber es ist was ganz Wichtiges, dass das Ganze auch im Neuen Testament passiert ist für uns. Und er möchte, dass wir frei sind. Jesus möchte, dass jeder Mensch frei ist. Und das ist was Wunderbares, dass wir frei sein können. Aber schauen wir mal im Alten Testament. Und als das Volk Israel aus Ägypten gegangen ist und Mose, wir wissen, Mose hat ja sehr gekämpft mit dem Pharao und sie durften ja dann gehen, um ihren Gott anzubeten und sie sind dann auch gegangen und wisst ihr, was war? Sie sind kurze Zeit später am Roten Meer angekommen. Und was war dann? Wieder ein Problem. Und wenn du von einem Problem loskommst und kommt gleich das nächste, was denken wir immer? Ja, jetzt geht's gerade so weiter. Jetzt wieder das nächste Problem, auch hat mir eh nichts geholfen. Und genauso haben die Israeliten dort funktioniert und auch operiert. Sie haben Ägypten verlassen, aber sie waren immer noch Sklaven auf der Flucht. Und ich möchte so sagen, sie haben nicht ihre Ketten in Ägypten gelassen, sondern sie sind zwar ein Stück frei geworden, sie haben Freiheit gehabt, aber die Ketten waren immer noch mit ihnen dabei. Sie waren Sklaven, vielleicht von Kind an schon Sklaven. Sie kannten nichts anderes. Sie wussten gar nicht, wie frei sein geht. Und ich glaube, sie haben während der ganzen Zeit sich an ihre Sklaverei gewöhnt. Sie wussten, wisst ihr, wenn jemand einen Unfall hat und man hat einen Gipsarm oder einen Fuß, dann wird der immer unterschrieben. Und ich glaube, dass auch da solche Fesseln waren, wisst ihr, wo der eine oder andere das eingeritzt hat und ach, ich will doch das nicht, das kenne ich, die Situation. Und das war so schwer damals, das möchte ich nicht einfach vergessen, weil das und so weiter. Und sie standen dann vor dem Roten Meer und konnten nicht weiter und haben mächtig dem Mose ja Probleme gemacht, wie wir das wissen. Und ihr Lieben, sie haben nie die Sklaverei wirklich verlassen. Sie sind nur weggegangen. Und das ist heute auch mein Punkt. Wenn wir zu Jesus finden, ist es wichtig, dass wir auch das Alte hinter uns lassen. Und abschneiden, weggehen von dem alten sündigen Weggehen und nicht nur weglaufen und alles bleibt beim Alten. Dass es auch wirklich abgeschnitten ist, dass wir uns da, dass wir auch wirklich frei sein dürfen. Denn wenn wir das Alte nicht ganz verlassen, wird es uns immer wieder zurückholen wollen.
Wir haben dann immer ein Stück Bindung zum Alten. Und heute, wir sind auch in unserem Land so drauf, dass wir oftmals mehr Geld ausgeben, für die Vergangenheit aufzuarbeiten, oder nicht aufzuarbeiten, sondern zu forschen, was war da. Wisst ihr, auch seelische Archäologie, wo man die Tiefen forscht, ob jetzt das Problem links war oder mehr rechts, ob es mehr gelb oder mehr grün war und so weiter. Ich glaube, wir sollten nicht die geistige Vergangenheit, das Schlechte, das Gebundene, unsere geistige Sklaverei analysieren, sondern wir sollten schauen, dass wir ganz frei werden und frei bleiben. Und das ist ganz wichtig, weil das ist nicht nur ein Akt, wo wir sagen, ich habe es mal gemacht und jetzt müsste ich eigentlich frei sein. Es ist leichter für manchen, ihr Lieben, für manchen irgendwo wegzulaufen, aber es ist schwer für uns, uns manchmal von etwas zu trennen. Die Israeliten, sie sind von Ägypten weggelaufen. Und das nannte sich zunächst mal Freiheit. Aber sie haben sich nie von ihrer Sklaverei wirklich getrennt. Wir sehen das in der ganzen Geschichte, die wir weiter da in der Bibel lesen. Und das soll aber auch uns eine Warnung sein, dass wir nicht von unserem Zustand wegrennen, sondern dass der Zustand besiegt ist. Weil wenn wir wegrennen, wisst ihr, das Zeug läuft einem genauso schnell nach. Das Zeug läuft so schnell hinten nach und sagt, ach, wo bist du denn? Du bist doch, ach ja, komm, geh weg. Nein, dass wir wirklich einen Cut machen, einen Schnitt machen mit dem Alten, dass wir vorwärts gehen und nicht mehr in der Sklaverei hängen bleiben. Das bekannte Wort Bekehrung, wo kaum noch einer groß weiß, was es eigentlich bedeutet. Man bringt es in Verbindung mit charismatischen Gemeinden, die da zu einer Bekehrung aufrufen. Aber im Eigentlichen heißt das eigentlich Umkehr von einem alten sündigen Leben zu einem Leben mit Jesus Christus. Und Umkehr ist nicht langsamer in die falsche Richtung fahren. Und das machen manche Menschen. Sie gehen zu Jesus und machen weniger Sünde. Oder fahren langsamer. Wisst ihr, wenn ihr auf der Straße fährt und ihr fahrt in die falsche Richtung, kommt ihr nicht in der richtigen Richtung an, wenn ihr langsamer in die falsche fährt. Aber so machen es manche. Die sagen, ich bin Christ, und sie machen es nicht mehr so schlimm wie vorher. Sie sind nicht mehr so viel Sklave wie vorher, sie fahren langsamer. Ich möchte sagen, du fährst eigentlich dann langsamer ins Elend. Und das bringt auch nichts. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir umdrehen und dem Ziel entgegengehen, dem Ziel, das Jesus ist. Und das können wir auch in dieser Welt tun. Es ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. Rennen wir immer von was davon oder sind wir wirklich frei? Es nützt nichts, wenn wir nur ein bisschen frei sind und schleifen das Zeug hinten nach. Oder wenn wir sagen, ja, also ich bin jetzt total frei. Schau, ich bin frei, frei, aber die Last, wisst ihr, ich bin frei. Oh Herr, ich bin... Nein, ihr Lieben, er hat uns ganz frei gemacht. Ganz frei. Aber wichtig ist, er hat es gemacht, aber du musst es akzeptieren. An Geist, an Seele und am Leib. Manchmal machen wir es nur an einer Stelle. Eine Stelle, aber Geist, Seele und Leib. Können deine Gedanken oder hast du schon mal in deinem Innern, deine Emotionen, deinen Gedanken daran gearbeitet, dass du frei bist? Oder kommt immer wieder hoch, ich weiß doch nicht, vielleicht bin ich doch noch, da noch und dort noch. Ich sag dir, frei ist frei und Jesus ging ans Kreuz für alle, die es haben wollen, die ganz frei sein möchten. Von den Belastungen der Vergangenheit darfst du frei sein. Wisst ihr, was es aber ist? Es ist jedem seine eigene Entscheidung. Eine Entscheidung kann dir nicht aufgezwungen werden, oder? Das bringt überhaupt nichts, wenn es dir aufgezwungen wird. Du darfst wirklich frei sein. Solange wir aber davonlaufen, ihr Lieben, das haben wir ja gesehen bei Pharao. Sie sind eigentlich nur davon gelaufen,
aber haben sich von der Sklaverei nicht verabschiedet. Und wenn du nur davonläufst, bist du immer noch Eigentum des Sklavenhalters. Was dort der Pharao war, was für uns der Feind ist, dann bist, wenn du nur davonläufst, dann hast du mal Distanz und sagst, ach, die Last ist viel leichter geworden, es ist lang nicht mehr so schwer und so weiter. Aber es wird dich wieder einholen, weil der Feind noch Anrecht an dir hat. Schneide es ab. Schneide es ab, indem du sagst, Herr, danke, dass all meine Schuld und Sünden vergeben sind. Und dann streich's auch aus deinen Gedanken, streich's aus deinem Leben, streich es aus deinen Gepflogenheiten, wie du lebst, und lebe ein Leben zielgerichtet, wie es in der Bibel heißt. Und das können wir auch auf dieser Erde leben. Es lauert an jeder Ecke Versuchungen, aber wir können denen widerstehen oder wir können ihnen nachgehen. Das wissen wir auch. Gott hat alles getan, ihr Lieben, dass wir das tun können. Ja, der Weg aus der Sklaverei geschieht durch das Beginnen in der Freiheit zu wandeln. Wisst ihr, manche Leute meinen, wenn die Sklaverei weg ist, die Lasten weg sind, meint sie, jetzt geht alles automatisch. O Herr, mach du mit mir, was du willst. Das ist eine gefährliche Aussage. Es ist aber richtig, ihr Lieben, je mehr wir in der Freiheit gehen, werden wir Freiheit empfangen, werden wir Freiheit erleben. Wir müssen auch in der Freiheit, ja, in der Freiheit gehen. Wisst ihr, fällt mir jetzt gerade ein, du kaufst, war gestern Abend auf dem Bahnhof, darum kommt mir die Bundesbahn in den Sinn, du kaufst dir eine Fahrkarte nach, weiß nicht, vielleicht Venedig, da wollen wir irgendwann mal hin, ja, vielleicht nach Venedig, du schaust nach dem Zug, und der Zug kommt, auch bei der Bundesbahn kommt er manchmal, er kommt und er ist da. Du sagst, wow, guck, der Zug, du hast eine Platzkarte und der Zug kommt und steht da und du stehst dahin und sagst, ich freue mich so auf Venedig. Schatz, das ist so schön, dort einen Kaffee zu trinken und das ist so schön. Und auf einmal pfeift es und du siehst, oh, Zug ist weg. Oh Herr, kannst du das zulassen? Ist das, der Zug ist weg. Warum ist der Zug weg? Warum hat er? Ja, wisst ihr, was wir tun müssen? Einsteigen. Und das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben. Einsteigen in ein freies Leben. Und auch dann mitgehen, wisst ihr. Und wenn, ich weiß nicht, fahr den Zug bis nach Wien, ist egal. Man muss auch irgendwo dann wieder aussteigen und weitergehen. Manche sagen, oh, ich bin im Zug, ich habe es geschafft, ach, ich bin wirklich und so weiter. Wisst ihr, was passiert, wenn man nicht aussteigt? Dann fährt man wieder zurück und sagt, ach ja, guck mal, ach, daheim ist auch wieder schön. Und manche sagen auch, ja, ach ja, die alten Sünden, ja, so schlimm ist er bestimmt nicht. Ja, irgendwie kommen wir klar. Nein, ich sage dir, geh vorwärts. Steige ein in die Freiheit, möchte ich es mal so betiteln. Und ihr Lieben, und das ist auch wichtig, dass auch in unserem Denken, in unserem Kopf eine Veränderung geschieht. Und nicht wir nur sagen, wir sind Christ, aber haben das alte Denken noch. Und das hatte das Volk Israel während der ganzen Zeit, wie wir das sehen. Sie haben nie ihre Mentalität geändert. Sie waren eigentlich in der Freiheit, hatten aber immer eine Sklavenmentalität. Sie waren in der Freiheit und hatten keine Perspektive. Die Wüste war so groß, sie hatten keine Perspektive, dass der Gott, der sie befreit hat, auch wirklich weiterbringen kann, der sie versorgen kann. Und nach jedem Wunder, das sie erlebt hatten in der Wüste, waren sie wieder im alten Trott drin und haben nur noch gejammert. Und das ist ja auch so eine Sache, das Jammern. Jammern der Christen. Ihr Lieben, das kann einem manchmal richtig auf den Wecker gehen. Kennt ihr das? Ihr Lieben, wir sollen nicht jammern. Wir haben manchmal eine Herausforderung in unserem Leben. Selbstverständlich. Aber
wir sollen vorwärts gehen, wir sollen Land einnehmen. Uns ist die Gewalt gegeben, über das Böse zu regieren. Das hat uns Gott gegeben, ihr Lieben, und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Wir regieren gern über unseren Nachbarn, über Mann, Frau und alle möglichen. Nein, über das Böse sollst du regieren und dir ist gegeben die Macht, dieses in die Flucht zu schlagen und in Freiheit zu leben. Ich glaube, wir wollen doch alle in der Freiheit leben, stimmt's? Mose war auf dem Berg, wir wissen es, in der Wüste. Und das Volk hatte ja alles, Gold, Silber, alles haben sie bekommen. Und das hat Gott organisiert von den Ägyptern noch. Und Mose war auf dem Berg und hat Herrlichkeit pur erlebt. So richtige Herrlichkeit. Und wisst ihr, und krass war das Volk, das eigentlich aus der Sklaverei herausgeführt wurde, hat im gleichen Moment aus dem Reichtum, das sie von Gott bekommen haben, einen neuen Götzen gebaut. Könnt ihr euch vorstellen, du kannst aus Segen Götzen bauen. Und das ist gefährlich. Dann ist gut unsere Ausrede, ja, das hat mir ja der Herr geschenkt. Wenn dir der Herr was schenkt, dass du nie mehr mit ihm in Verbindung bist oder dass dich abhält, mit Gott zu reden, dann ist dein Segen auf einmal ein Götze. Und wie kann das sein? Ja, du entscheidest, was es ist. Du entscheidest die Rangfolge, was vorne dran ist. Und sie haben den Segen benutzt, um einen Götzen zu bauen. Sie waren nie, ihr Lieben, sie waren nie die ganze Zeit, außer Josua und Kaleb und Mose natürlich, sie waren nie wirklich frei, sondern sie haben immer irgendwo noch die Sklaverei um sich herum gehabt und haben wieder eine Andockmöglichkeit gesucht, um wieder in das Alte zurückzukommen. Sie haben es richtig mögen. Sie konnten mit der Freiheit nicht umgehen. Sie haben wieder gesucht, wo sie andocken können und haben sich wieder neu versklavt. Selber entschieden, wieder in die Sklaverei zu gehen mit dem goldenen Kalb. Du sagst, goldenes Kalb, ich habe gar nicht so viel Geld oder so viel Gold und so. Ja, nennen wir es mal heilige Kuh bei dir. Heilige Kuh oder was es sonst noch alles gibt. Rühr mal ein heiliges Blechle nicht an. Das können wir ja, das ist so ein schwäbischer Satz für die Autos. Das ist ein bisschen was Lustiges, aber es hat auch einen Hintergrund. Ihr Lieben, wenn wir etwas mehr lieben als Gott, kann es zum Götzen werden. Und wir sind schnell wieder in einer ganz modernen Sklaverei. Wenn jeder so rumlaufen würde, der irgendwo an irgendwas gebunden ist oder versklavt ist, ich glaube, wir würden viele Ketten sehen. Glaubt ihr das? Aber Jesus macht frei. Wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Er macht frei, wenn wir wollen. Und ich glaube, dass die meisten Christen noch nie erlebt haben, was wirklich Freiheit ist. Wenn du Christen sagst, frei, ja, ich möchte nicht sündigen. Nein, frei heißt nicht sündigen, dass ich tun kann, was ich will, sondern ich bin frei von der Last Satans und habe eine Freude am Leben. Ich kann mich freuen. Ja, wir müssen lernen, ihr Lieben, wie man mit Freiheit umgeht und wie man mit Freiheit umgehen kann. Und es ist deine Entscheidung, ein Kind des Königs zu sein oder ein Sklave, der davongelaufen ist. Ich sag dir, Kind des Königs ist was Tolles. Und wenn wir Kinder des Königs sind, ist jegliche Sklaverei weg. Für Geist, für Seele und für den Leib. Aber wir müssen auch darin leben. Wir müssen in der Freiheit leben. So wie du bestimmst, wo du heute Nacht schläfst, so musst du auch leben und sagen, ich lebe in der Freiheit meines Herrn. Ich lebe als Kind Gottes.
2. Mose 14, 12 lesen wir, haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen, haben die Israeliten gesagt zu Mose. Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. So ein Blödsinn, dem Mose zu sagen, wir wären wieder lieber Sklaven. Wisst ihr, die Sklaverei hat auch Vorteile. Du weißt genau, was läuft. Du hast deinen Anteil an Essen, an Wasser und Brot. Du hast deinen Anteil und du wirst zwar klein gehalten, es gibt Schmerzen und du wirst irgendwie unterdrückt und es fühlt sich schon sehr blöd an. Aber du weißt, was du hast und so waren die Israeliten. Wären wir doch lieber dort geblieben als Sklaven, wir hätten unser Fleisch gehabt. Heißt es ja in der Bibel, jetzt meine Interpretation. Wir hätten dort Fleisch gehabt. Die hatten Sehnsucht nach Fleisch und nicht nach der Freiheit. Nach was hast du Sehnsucht? Und wisst ihr, so wir, ja, wenn es so ist und nicht schlimmer wird, ich habe mal mit jemandem gesprochen, ja, wenn es so ist und nicht schlimmer wird, kann ich es noch ertragen. Das ist keine Freiheit. Möchtest du es ertragen oder möchtest du frei sein? Dann sage ich dir, lebe und gehe in die Freiheit. 2. Mose 20,2. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hat auch dich befreit, wenn du es haben möchtest und in dieser Freiheit leben möchtest. Und noch ein Vers in Johannes 8,35. Ein Sklave kann sich nicht darauf verlassen, dass er immer in dem Haus bleibt, in dem er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Also, möchtest du ein Kind der Familie sein oder möchtest du nur reinschnuppern? Ach Herr, wenn nur in deiner Nähe, ein bisschen in deiner Nähe, wenn ich nur die Gottesdienste erfahre, wenn ich nur mal ein Gebet bekomme, oder möchtest du wirklich ein Sohn, eine Tochter sein, die den ganzen Anspruch hat der Familie Gottes? Ihr Lieben, den ganzen Anspruch, und das ist das Wunderbare, den ganzen Anspruch. Ich sag dir, es ist herrlich, frei zu sein. Es ist herrlich, frei zu sein. Genieße ein Kind des lebendigen Gottes zu sein. Ein Kind des lebendigen Gottes. Und ich sage euch, die ihr vielleicht schon 40 Jahre dem Herrn nachfolgt, prüft mal wirklich auch euer Leben. Und auch die, die sagen, ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ich sage dir, prüft euer Leben, ob ihr nicht wirklich frei sein wollt. Frei. Wir singen Lieder, frei, frei, ganz frei, durch Jesus bin ich frei, selbstverständlich. Lebst du aber diese Freiheit oder lebst du Religiosität? Wisst ihr, Religiosität ist so eine Täuschung oder ein, wie soll ich sagen, Replikat. Wisst ihr, das sieht aus, als wäre es frei. Aber es ist eine Gebundenheit an eine Religiosität, das heißt an Abläufen, an Pflichten, die du erledigen musst, an Dinge, wie du aussehen musst, wie du laufen musst, wie du gehen musst, wie du denken musst und so weiter. Und du darfst nicht töten, du darfst nicht sündigen, du darfst nicht. Und du bist so bereitwillig und tust dich unter dieses Du darfst nicht stellen und sagst, ich bin Christ, ich halte das schon aus. Das ist nicht Freiheit, das ist Religiosität. Wenn ich frei bin, dann lebe ich nach den Geboten meines Herrn. Nicht, weil ich es muss, sondern weil es meine Lebensgewohnheit ist, weil es mein Stil ist. Und ihr Lieben, das ist ein großer Druckschluss für manche, die das Christentum beschreiben. Das ist nicht eine Unterdrückung oder eine Abhandlung von so vielen Regeln oder man muss traurig sein, sonst ist man kein richtiger Christ. Nein, Lieben, frei ist wirklich frei durch Jesus Christus.
Und jeder hat die freie Entscheidung, sich dafür zu entscheiden. Und das ist das Schöne. Keiner wird gezwungen, aber das Angebot steht, seit Jesus am Kreuz gesiegt hat, frei zu sein. Frei von Schuld und Sünde, frei von all diesen Lasten. Und diese Freiheit bringt dir Heilung für Geist, für Seele und für Leib. Amen. Amen. Gib Gott die Ehre. Gott ist so gut. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.